Ja, hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Heute ein neues Video zu dem Thema, warum sich Narzissten eigentlich so oft angegriffen fühlen. Ich habe für uns da mal 4 Punkte zusammengestellt. Aus unserer Sicht gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum uns Narzissten angreifen sollten. Ganz egal, ob es sich um einen verdeckten Narzissten handelt, einen offenen Narzissten, einen malignen Narzissten, es ist völlig egal. Alle Narzissten handeln in diesen Punkten, in diesen 4 Punkten, die ich heute hier aufzählen werde, absolut gleich. Wie sie es tun, kann sich hier und da ein bisschen unterscheiden, aber das Ergebnis ist am Ende wirklich gleich. In meinem Kanal geht es natürlich um romantische Beziehungen mit Narzissten und Narzisstinnen. Ich erkläre hier nicht so sehr den narzisstischen Kreislauf an sich und auch die Begriffe nicht so stark. Ja, warum fühlen Sie sich so oft angegriffen? Warum passiert uns das? Warum geraten wir in diesen Kram rein? Warum werden wir plötzlich zu einem Ziel, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt? Es ist natürlich so, dass unter uns sehr, sehr viele Narzissten leben und die Statistiken unterscheiden sich da nicht so stark. Aber letztendlich ist davon auszugehen, dass sich in unserem Umfeld jeder fünfte bis zehnte Mensch als Narzisst entpuppt, wenn wir es wissen. Tja, und so kann man natürlich auch leider sehr, sehr schnell in sozusagen die Schusslinie, will ich das jetzt mal bezeichnen, in Anführungsstrichen, dieser Narzissten geraten. Und ich habe uns heute hier mal 4 Punkte zusammengetragen. Ich bin mir sicher, dass das keine vollständige Liste ist. Es gibt sicherlich noch mehr, aber aus meiner Sicht sind das die gravierendsten Punkte, warum das passiert. Warum wir in die Quere der Narzissten kommen können. Ohne, das möchte ich auch noch nahe dazu sagen, dass es dafür einen echten Grund gibt und zudem auch noch, dass wir es gar nicht ahnen, dass wir zum Problem eines Narzissten werden könnten. Aber nun fange ich gleich mal an. Warum? Punkt 1 kann natürlich nur das grandiose Selbst der Narzissten sein. Im Grunde wissen Narzissten, dass sie nicht grandios sind. Und sie haben auch noch ein Gespür dafür, wann es für sie gefährlich werden könnte. Also, ganz einfach ausgedrückt, wann jemand besser sein könnte als sie selbst. Jemand mehr drauf hat, beziehungsweise klüger ist als sie. Und dann geht bei den Narzissten quasi wie eine innere Alarmglocke los, die anfängt zu schrillen, dass sie einschreiten müssen. Sie müssen unbedingt verhindern, dass irgendjemand besser ist als sie und dass jemand anderes hinter ihre mickrige Persönlichkeit gucken kann. Und das ist natürlich Nonsens, sondern es ist schlichtweg so, dass ein anderer Mensch tatsächlich besser ist als sie selbst. Und dieser andere Mensch natürlich überhaupt gar nichts davon ahnt, dass ein Narzisst, der sich in dessen Umfeld bewegt, das natürlich auf keinen Fall zulassen kann. Und zum Zweiten, dass du überhaupt gar nichts Böses im Sinn hast, dass du an diesen Narzissten gar nicht denkst, dass der in deinen Gedanken gar nicht kommt, weil du gar nicht ahnst, dass sich ein Mensch dadurch angegriffen fühlen könnte, dass du es besser machst als dieser Narzisst. Ganz einfaches Beispiel, du hast eine gute Idee. Und diese Idee möchtest du im Sinne einer Sache, was auch immer das ist völlig egal, platzieren und weiterentwickeln.
Warum? Weil es der Sache dient, weil es was Gutes ist. Und vielleicht auch vielen anderen in deinem Umfeld oder auch ganz kleine Sachen schlichtweg einfacher machen oder besser machen. Also, du möchtest etwas voranbringen, was vielen Menschen nützt oder auch deiner Familie nützt. Und du nutzt die Fähigkeiten, die du hast, um das zu tun. Das kann ein Narzisst nicht ertragen. Der Narzisst kann das nicht zulassen, dass du an die Spitze der Nahrungskette kommst, weil jemand anderes erkennen könnte, dass du vielleicht besser bist, was natürlich sehr oft so ist. Sie können es nicht akzeptieren. Sie, die Narzissten, wollen auf dem Sockel stehen und auf diesem Sockel wollen sie auch bleiben. Außerdem hatten sie natürlich diese Idee schon vor 100 Jahren selbst und hatten einfach nur noch keine Zeit oder XY, das umzusetzen. Also das ist nichts Neues, was du da auf den Tisch gebracht hast. Sie wussten es sowieso schon immer. Und wenn es sogar ganz schlimm kommt, bist du sogar daran schuld gewesen, dass sie ihre vor 100 Jahren bereits entwickelte Idee nicht umsetzen können. Du hast das verhindert. Und jetzt fangen sie natürlich an, was will ich damit sagen, dich zu bekämpfen, deine Idee zu bekämpfen, deine Grandiosität zu bekämpfen, dass du in irgendetwas richtig gut bist und richtig gut Bescheid weißt. Was machen sie? Sie fangen an, hinter deinem Rücken zu reden, finden natürlich in der Idee, die du hast, das Haar in der Suppe. Sie hetzen gegen dich, versuchen dich klein zu halten und sie kommen nicht annähernd wie ein normaler Mensch auf die Idee, einfach deine Idee zu unterstützen und es mit dir gemeinsam gut zu machen. Das geht nicht. Es muss am Ende ihre Idee sein und es muss so umgesetzt werden mit jedem Nonsens, den sie selbst wollen. Und alles, was du sagst und tust, wird bekämpft. Und alle in deinem Umfeld, die dich anfangs unterstützt haben, werden sich plötzlich von dir abwenden und dem Narzissten hinterherlaufen und du weißt nicht warum. Und du fragst dich dann auch, was habe ich dieser Person getan, wenn du so langsam mitkriegst, dass da irgendwas im Hintergrund gegen dich läuft? Nichts. Gar nichts. Du warst einfach nur da. Du hattest eine gute Idee. Und du warst in der Lage, andere Menschen von dieser Idee auch zu begeistern. Das werden Narzissten mit ihrem Neid und mit ihrer Missgunst niemals hinnehmen. Und was passiert? Ein neuer Feind ist geboren. Was ist ein weiterer Grund, dass Narzissten dich plötzlich bekämpfen und du zum Feindbild des Narzissten wirst, ohne es zu wissen? Wie ihr natürlich wisst und wie überall erwähnt, wollen Narzissten alles und jeden kontrollieren. Dabei geht es nicht selten nur darum, die eigenen Defizite zu verstecken, sondern natürlich dieser Neid treibt die Narzissten extrem an. Denn sie sind natürlich selbst die Erbauer ihrer Misere. Aber jeder, der versuchen möchte, um auf das Beispiel zurückzukommen, und versuchen möchte, sie vom Sockel zu stoßen, muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Das geht natürlich nur dann und nur so, dass der Narzisst Bescheid weiß, was deine nächsten Schritte sind. Also muss er kontrollieren, was passiert. Er wird alle Mittel gegen dich einsetzen. Sie werden Flying Monkeys installieren und sie werden bescheuerte Regeln aufstellen. Und sie werden alles, was du einbringst, kritisieren. Und glaub mir, das machen sie sehr geschickt. Narzissten, möchte ich nochmal sagen, sind nicht dumme Menschen. Das ist nicht so, sondern sie haben einfach nur einen miesen Charakter. Sie handeln so, wie wir nicht mal denken können. Das ist das Problem. Und das nächste ist ja auch noch, dass sie immer denken, dass es nur um sie selbst geht, weil sie sind das Zentrum des Universums.
alles, was um sie herum geschieht, passiert ihretwegen, weil sie da sind oder auch nicht da sind, aber letztendlich sind sie der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Alles hat sich um sie zu drehen. Und sie empfinden natürlich aufgrund dessen, dass du sie vom Sockel stoßen könntest, weil du besser bist, dass du ihnen ans Leder willst. Und nun steigt in ihnen dieser Neid und dieser Hass auf. Und du musst weg. Jeder und alles in deinem Umfeld wird infiziert, infiltriert und mit schlechten Gedanken und Informationen über dich gefüttert. Das ist wie so eine Impfung deines Umfeldes, was nach und nach sich immer mehr von dir abwendet und du weißt nicht warum. Zudem werden dann natürlich völlig undurchführbare Regeln aufgestellt, gegen die du natürlich nur verstößt, dein Umfeld nicht. Also wirst du auch natürlich dann immer wieder kritisiert werden. Und so wird die Kontrolle über dich immer stärker. Und du traust dich dann nachher nicht mehr, irgendwas zu irgendetwas zu sagen oder zu verändern, sondern du wirst dich unterordnen und du wirst dem Narzissten wieder hinterherlaufen, um selber nicht so großen Schaden zu nehmen. Und damit wird deine Idee zu der Idee des Narzissten, die dann natürlich noch so abgewandelt wird, dass sie am Ende natürlich auch nur noch dem Narzissten selbst dienlich ist. Und du fällst völlig hinten runter. Und was im schlimmsten Fall sogar noch passieren kann, ist, dass deine Idee sogar noch so schlecht wird, dass sie gar nicht das bewirkt, was du bewirken wolltest, sondern dass sie die Dinge noch schlechter machen, als sie jemals vorher waren. Du wirst klein gemacht und runtergeputzt. Und was passiert? Ja, der Narzisst hat wieder die totale Kontrolle. Du wirst dich zurücknehmen. Du wirst nicht mehr weiterkämpfen und wirst aus völlig nachvollziehbaren Gründen sagen, die können mich mal, das ist mir jetzt egal, ich passe jetzt hier auf mich auf und sage besser gar nichts mehr. Und das ist diese Kontrolle, die Narzissten dann über dich ausüben. Du wirst dich also nie wieder trauen, irgendwas vorzuschlagen, irgendeine Veränderung vorzunehmen, Ideen voranzutreiben. Und du wirst praktisch auf die Abschiebebank geschoben, weil du den Narzissten vom Sockel schubsen wolltest. Aber das natürlich nur in seiner Fantasie. Weil solche Gedanken hast du nie gehabt. Und das war auch nie deine Absicht. Aber du wirst trotzdem zum Feindbild und musst kontrolliert werden. Von Hacke bis Nacke. Weil diese Neidreaktionen der Narzissten sind tatsächlich nicht zu unterschätzen. Sie können dein Leben zur Hölle machen. Narzissten sind wirklich rücksichtslos und ohne Gewissen und zerstören somit systematisch auch über diese Kontrolle ihr gesamtes Umfeld. Einzelne Menschen, Organisationen, Fortschritt etc. pp. Sie zerstören Partner, sie zerstören Familien und sie zerstören Kinder. Denn Narzissten sind auch neidisch gegenüber ihren Kindern. Das sind sie. Das weiß ich sehr gut. Wie kannst du außerdem zum Feind des Narzissten werden? Es könnte passieren, dass du eine Lüge aufdeckst oder das gesamte Lügengerüst. Natürlich ist es uns wirklich nicht neu, dass Narzissten oder die Leben der Narzissten aus einer Reihe von Lügen bestehen. Das gesamte Leben des Narzissten ist irgendwann ein unüberschaubares Netz aus Lügen, die natürlich mit allen Mitteln verdeckt werden müssen. Die sollen nicht rauskommen. Ohne natürlich ansatzweise zu ahnen, dass du zum Feind eines Narzissten werden könntest, weil du sogar vielleicht unbewusst
eine Lüge des Narzissten offengelegt hast, kannst du zum Feind Bild Nummer eins, zumindest zeitweise, für einen Narzissten werden. Ohne, wirklich, ohne es zu ahnen, hast du plötzlich eine Lüge aufgedeckt, die der Narzisst nicht wollte, dass das Umfeld es erfährt. Und zack, hast du ein Problem, ohne es ansatzweise zu ahnen. Beispiel könnte sein, der Narzisst hat dir mal irgendwann irgendetwas vertraulich, wie Narzissten halt so vertraulich erzählen, mit dir besprochen. Und jetzt bist du beispielsweise bei irgendeiner Feier der Familie oder mit Freunden oder Kollegen, wie auch immer. Und dann kommt es genau zu dieser Geschichte. Und du denkst, ha, jetzt ist das also doch gar nicht mehr so geheim, was sie ja auch so gerne machen, irgendwas als Geheimnis zu erzählen, was gar kein Geheimnis ist. So, und letztendlich erzählt er aber diese Geschichte irgendwie anders. Also das passt nicht zu dem Geheimnis, was sie dir erzählt haben. Was machst du? Ja, es war zwar irgendwie geheim, aber da diese Person das jetzt hier so öffentlich anspricht, fragst du jetzt einfach nach und sagst, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Sag mal, wie war denn das genau? Und dann wirst du gesehen, wie das Gesicht des Narzissten zusammenfällt quasi und wie er merkt, Scheiße, ich habe dem was anderes erzählt, wie kriege ich jetzt hier die Kurve? Naja, sie werden das natürlich damit bekämpfen, indem sie gaslighten und dir sagen, da hast du was falsch verstanden. Das war so nicht. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht so schlimm und dann zack, werden sie vom Thema ablenken. Aber du hast natürlich den Narzissten offengelegt und dafür wird er dich nicht loben. Oder dir dankbar sein. Natürlich wird er dich dafür bekämpfen, weil du praktisch an diesem Lügengerüst gekratzt hast und das alles auffliegen könnte, dass plötzlich die Leute erfahren, was das für ein verlogener Mensch ist. Und deshalb kannst du zum Feind werden des Narzissten oder zum Feind der Lügen des Narzissten werden und darum werden sie dich bekämpfen. Das ist wirklich ahnungslos. Du gerätst da völlig ahnungslos in sowas hinein. Und das ist wirklich auch nicht zu unterschätzen, weil sie dann natürlich versuchen werden, dich davon wegzuhalten, dich sozusagen auch da rauszuhalten, dass du praktisch nicht mehr in der Lage bist, dieses Thema aufzuklären, auch für dich aufzuklären und am Ende sogar noch als der Dummkopf oder als die Person dasteht, die das alles verdreht. Also das ist nicht zu unterschätzen, dass du da tatsächlich ein Riesenfass aufgemacht hast, ohne zu wissen, dass du dabei bist, den Narzissten auffliegen zu lassen. Du könntest quasi diesen ganzen Lug und Trug aufdecken. Also musst du weg. Du musst bekämpft werden. Was natürlich auch der Fall ist, du bekommst das viel zu spät mit. Du weißt das erstmal gar nicht, dass du bekämpft wirst, weil sie werden das nicht immer mit offenem Visier tun. Und am Ende passiert sogar Folgendes, dass du zum Lügner gemacht wirst, dass du alles völlig verdrehst, dass alles ganz anders war. Das ist der nächste Punkt, dass du plötzlich und ahnungslos zum Feindbild des Narzissten erklärt wirst oder wirst. Man wird es sicherlich wissen, ihr wisst es auch, wenn ich es jetzt sage, Projektion. Natürlich wissen wir, dass insgeheim die Narzissten ihre eigenen Charakterzüge hassen und sie wären innerlich tatsächlich gern diese Superhelden der Nation. Aber sie wissen natürlich, dass sie das nicht sind. Niemand ist ein Superheld der Nation. Und bei den Menschen, die tatsächlich Helden sind, die werden darauf nicht bestehen, sondern sie sind es einfach. Das unterscheidet Narzissten von echten Superhelden. Und nun kommt es dazu, dass du vielleicht sogar besser, klüger, intelligenter, dass du einfach eine gewinnbringende
freundliche und einnehmende Art hast. Du bist beliebt, könnte man auch ganz einfach sagen. Und das sogar noch sieht so aus, dass es einfach und auf eine lockere Art und Weise passiert, dass du dich dafür nicht mal anstrengen musst. Du beziehst Menschen mit ein, du unterstützt Menschen, du bist ein Gemeinschaftstyp oder du machst deine Sachen einfach für dich selbst, greifst niemanden an, willst einfach für dich sein und dein Leben leben. Aber du machst es nicht gegen jemanden, sondern du machst es einfach. Du denkst gar nicht darüber nach. Und vor allem bist du ahnungslos, dass das für dich zu einem Problem werden könnte. Dass du einfach nur du bist, dass du einfach so bist, dass du einfach nur du bist, dass du einfach so bist, wie du bist. Du denkst gar nichts Böses, Negatives oder Hinterhältiges dabei. Aber im Kopf des Narzissten wird was ganz anderes kreiert. Was meint ihr, was solche Menschen auf Narzissten für Auswirkungen haben? Was das in ihnen auslöst? Und dort passiert nämlich genau das Gegenteil. Sie hassen dich dafür, dass du so bist, wie du bist. Und projizieren auf dich das, was sie selbst sind. Du hast bestimmt einen Grund dafür, dass du so handelst und so bist. Du bist ein gemeiner und hinterhältiger Mensch. Und verfolgst mit Sicherheit einen hinterhältigen Plan. Und dieser hinterhältige Plan hat natürlich nur was mit dem Narzissten selbst zu tun. Du willst dem Narzissten an die Wäsche. Ist doch klar. Was führst du im Schilde? Was willst du gegen den Narzissten anrichten? So krank sind wirklich die Gedanken von Narzissten. Wenn du deinen schönen Garten herrichtest, die Blumen in voller Blüte blühen, machst du das nicht für dich, sondern du machst es natürlich aus Sicht des Narzissten, um den Narzissten zu ärgern und einen schöneren Garten zu haben als der Narzisst. Das geht nicht. Die Narzissten werden alles auf sich beziehen. Sie tun es. Und damit wirst du zum Feind des Narzissten und hast diese Menschen gar nicht in deinen Gedanken, du denkst nicht mal über die nach, sondern du lebst einfach, wie du lebst. Und jetzt kommt das Schlimme sogar noch dazu, dass Narzissten ja immer gewinnen wollen. Was bedeutet das also? Sie müssen es verhindern, dass du glücklich bist, dass du Spaß an deinen wunderschönen, schönen blühenden Blumen hast. Sie müssen dir sagen, aber da hätten noch die und die hingehört. Und da ist noch eine Lücke. Und hier hast du zu viel Unkraut. Und hier könnte das noch etwas Dünger vertragen. Und diese Blume hat Läuse. So was werden sie dir sagen. Sie werden es systematisch kaputt machen, was dir Glück und Freude bereitet. So sind Narzissten. Man ahnt es nicht, wie man plötzlich zum Feind dieser Person werden kann. Sie denken sogar noch, du willst sie fertig machen und sie bekämpfen und sie klein halten. So krank drehen die das in ihrem Kopf um. Und du hast nicht mit einer Silbe oder in keiner Sekunde an diesen Menschen gedacht, als du einfach das getan hast, was du schön findest und was dir wichtig ist. Sie beziehen alles auf sich. Krankes, trauriges Leben. Ihre Grandiosität und ihr boshafter Weitblick interpretiert alles um und projiziert das, was sie in sich tragen, auf dich. Diesen Neid, diesen Hass, diese Hinterhältigkeit, all das machst du bloß, um den Narzissten zu ärgern und ihm zu schaden. Alle schlechten Eigenschaften, die die Narzissten selbst haben, werden auf dich projiziert. Und plötzlich bist du ein Feind geworden, ohne an diesen Narzissten überhaupt nur gedacht zu haben.
und wunderst dich, was um dich rum passiert und dass dich plötzlich Menschen angreifen, mit denen du gar nichts zu tun hattest, die dich gar nicht interessieren. Oder die dich interessieren und mit denen du dich wunderbar bisher verstanden hast und plötzlich gucken dich alle irgendwie schief an und du weißt nicht warum. Das ist diese Projektion. Und man kann es nicht glauben, aber so krank sind die Narzissten wirklich. Was kann man jetzt am Ende dazu sagen? Am Ende ist es natürlich so, dass es Narzissten niemals um ein reales Umfeld geht. Es geht niemals darum, dass Dinge vorankommen und dass sozusagen eine Gemeinschaft funktioniert. Ja, sie soll funktionieren, aber nur nach den Regeln der Narzissten, die sich natürlich andauernd ändern. Und so entsteht ja auch dieses unfassbar schlechte Umfeld um die Narzissten herum. Und dann geht dieses auf Eierschalen laufen los und sich gegenseitig beschuldigen. Und dann ganze Systeme, ganze Familien krachen auseinander. Und nur eine einzige Person hat im Hintergrund dafür gesorgt. Und keiner weiß so richtig, wie das passieren konnte. Und das alles kann ein einziger Mensch wirklich anrichten. Die Schäden durch so ein Verhalten und diese Punkte, die ich eben aufgezählt habe, sind natürlich immens. Das ist nicht nur sozusagen zu Hause der Fall, sondern sie tun es überall. Überall. Und ich habe mal was darüber gehört, was praktisch man aus oder im Guten nutzen könnte von den Eigenschaften, die Narzissten haben, weil sie immer gewinnen wollen. Aber wirklich, die Intention wird doch dadurch völlig entstellt, weil da am Ende nichts Gutes bei rauskommt, weil sie werden das bisschen Gute, was da ist, natürlich auch noch runterdrücken und kaputt machen, um ge zu gewinnen. Und dabei ist dann der Schaden am Ende viel, viel größer als der Gewinn, den man am Ende hat. Und ganz ehrlich, ich laufe doch nicht durch einen reißenden Fluss, wenn 2 Kilometer weiter eine Brücke ist, wo ich rüberlaufen kann. Und Narzissten würden dich im übertragenen Sinne durch diesen reißenden Fluss jagen, in der Hoffnung, dass 50% von euch ankommen, damit ihr als Erste ins Ziel kommt. Das ist doch nicht richtig. Und Kollateralschäden sind aus meiner Sicht nicht hinzunehmen. Also, ihr seht schon, man kann vieles über dieses Thema lernen. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir verstehen, wie schlimm so ein Verhalten eigentlich ist. Und ich werde einfach nicht müde, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass zu handeln, wie Narzissten handeln, einfach nicht richtig ist. Und ich sage euch auch ganz offen, ich möchte mit Narzissten gar nicht bekämpfen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass deutlich wird, wie Narzissten handeln und dass so ein Handeln nicht toleriert wird. Und ich möchte wirklich zu 100% nicht so handeln, wie Narzissten handeln. Ich lehne es ab. Und ich werde gar nichts in einer Richtung unternehmen, niemals, dass ich sie so klein mache, wie sie mich klein gemacht haben, jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt. Weil das ist nicht mein Weg. Und ich verabscheue auch alles, was hier im Internet ist, was solche Ratschläge gibt, wie man Narzissten fertig macht. Ich finde das falsch. So handle ich nicht und so möchte ich nicht handeln, sondern ich möchte, dass Narzissten tatsächlich erkannt werden, dass man weiß, wie sie handeln und die Welt wird nicht besser, wenn wir genauso handeln wie sie. Sie machen schon genug Schaden. Und darum braucht es eben auch Menschen, die eben nicht so handeln, weil wir werden sie nicht los. Sie werden immer da sein. Sie werden immer da sein. Und das Leben ist nicht Hollywood. Sie werden nie verschwinden. Aber was verschwinden kann, ist, dass es
ihnen so leicht gemacht wird, dass man es toleriert. Wenn man aber oder wenn wir aber genauso handeln, wie sie handeln, dann wird nichts, gar nichts besser. Das ist mir nochmal wichtig. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Macht's gut und bis bald. Tschüss.